Der Versuch ist 13:0 gültig. Was geht ab, YouTube? Pascal zu Bodybuilding. Wir kommen mit einem neuen Video und in diesem Video schauen wir uns mal die 105er-Klasse auf der Junioren-DM in Randersacker an. Randersacker ist in Bayern. Ich bin 8 Stunden gestern hier runtergefahren mit einer Pause in Kassel. 7 Stunden habe ich, glaube ich, nur gebraucht, um dieses Wochenende hier zu verbringen. Aber es hat sich jetzt schon gelohnt. Ich habe mir 2 Athleten rausgesucht, den Sebastian und den Kai. Die verfolge ich so ein bisschen und habe die gleich im Interview. Beziehungsweise in diesem Video den Kai und im nächsten Video den Sebastian. Bevor wir ins Video einsteigen, ein Riesendankeschön an DS Media, Dedicated Sports Media, das auch mein Coaching-Team ist, also die mich coachen. Die machen dauernd Fotos auf allen möglichen Meisterschaften und die Fotos kann man sich dann auch im Nachhinein noch holen, wenn du Athlet warst. Und die versorgen mich auch immer mit den Thumbnails für diese Videos, die so richtig geil aussehen. Also, wenn ihr Interesse habt, schaut einfach mal auf der Website vorbei. Vielen Dank dafür, dass ihr mir immer die Supplements, wahrscheinlich die Thumbnails, sponsored. Und jetzt viel Spaß im Video. You know, you're trying to take the easy route. You're trying to find excuses why you shouldn't be training. And you're trying to find science and research and stupid shit like that about the central nervous system so you can miss a workout or two. You're taking the easy way out. What did Jerry Rice used to do? Jerry Rice used to run hills and catch bricks. Jerry Rice used to do warm-ups that would make other athletes puke. That was stupid, right? Because there was no science behind it. And Jerry Rice only lasted 20 plus years in the NFL. So when I said fuck you and fuck your elbow, I mean it. Fuck you and fuck your elbow. Ich bin hier jetzt mit dem Kai von Dauborn Barbell, sagt man das so? Dauborn Barbell. Dauborn? Dauborn, ja. Scheiße. Fuck, wir fangen neu an. Nein. Und du bist gerade Dritter geworden in 105er. Wir haben uns ja die 105er heute angeguckt und den Sebastian, den hatten wir schon im Video. Und den Kai habe ich auch gefilmt, weil ich Kai schon ein bisschen länger auf Instagram folge und cool finde, was du machst. Und mega motiviert bin von den Videos, diese Scheune, dein Homegym oder was auch immer. Das ist halt mega geil, Mann. Und ich würde dich bitten, einfach mich so ein bisschen durch den Wettkampf zu führen. Wie liefst du die Vorbereitung und wie hast du dich gefühlt, wie war's? Ja, also die Vorbereitung war halt so ein bisschen zweigeteilt bei mir. Wir haben 11 Wochen lang ein anderes System gefahren als sonst, sage ich mal, oder ein bisschen ungewohntes. Das lief aber eigentlich bis zum Ende ganz gut, weil eigentlich war in der 11. Woche quasi schon, oder in der 10. eigentlich schon so eine kleine Peak-Week. Ja. Und da habe ich eigentlich ziemlich gute Leistungen abgeliefert, wo ich sagen würde, okay, da waren PRs drin eigentlich dann auch, also auf dem Wettkampf sozusagen. Dann die nächsten 11 Wochen oder 10 Wochen, da war es dann irgendwie ein bisschen anders, halt wieder Struktur-Unterstrich-Reaktor. Und wurde schwieriger. Und irgendwie am Ende dann in der Peak-Week sozusagen von diesem Plan habe ich dann ähnliche Gewichte nicht so gut bewegen können wie vorher. Mhm. Ist mir viel schwerer gefallen. Mag aber auch am Körpergewicht liegen. Ja, bin wieder deutlich zu leicht für die Klasse und auch generell leichter geworden über den Plan. Und hast du jetzt eingewogen? 98,15 oder 98,2. Ja, das ist stabil leicht. Letztes Jahr beim Bamble hatte ich 103, ja, das war stabil schwer. Das war okay. Ja, es hat halt, also ich, mega den Einfluss im Grunde, ne? Also einfach, wie schwer du bist. Und wie bist du ins Kniebeugen gestartet? Kniebeugen haben wir im ersten Versuch so 35 gemacht. Das hatte ich auch vor 2 Wochen 3x2 gebeugt und danach noch 2x1, eigentlich laut Plan mit 2,42. Habe aber leider nur einmal geschafft gehabt. Ja. Den zweiten Satz ging dann leider auch nicht mehr. Und das war vom Einstieg eigentlich auch ganz okay. Für mich fühlt sich das immer relativ schwer, weil ich habe so mental wirklich Probleme bei der Kniebeuge. Mhm. Aber es sah anscheinend ziemlich gut aus. Ich habe jetzt noch keine Videos gesehen von heute von mir. Und ich kann dir gleich welche zeigen. Ja, gerne. Und Trainer meinte halt, nö, das sah eigentlich ziemlich easy aus. Bin dann auf 47 gegangen. Ja. Bei 45 fand ich ein bisschen doof, dann ist der Sprung zum nächsten einfach irgendwie so groß. Mhm. Und 50 wollte ich aber auch nicht, weil das ist eigentlich schon quasi meine Bestleistung. Und ich wusste, wie schwer die letzten 2 Mal waren. Habe ich gedacht, lass mal lieber noch Energie übrig und guck dann lieber, was danach noch geht.
Und ja, dann sind wir am Ende halt noch auf 55, was dann für mich immerhin 5 Kilo Bestleistung ist. Mhm. Bei gleichem Körpergewicht jetzt wie beim letzten Mal. Oder 5 Kilo weniger sogar als im Winter. Also von daher ist es eigentlich ganz gute Steigerung noch. Die Handel ist frei für Eckhard Kai Manfred, AC Marburg. 255 Kilogramm. Er freut sich, was sagt das Kampfgericht? 3:0 gültig. Ja, da war eigentlich, denke ich, immer noch ein bisschen Luft, also so Richtung 260 hätte ich schon kommen können. Ich glaube, mit 100 Kilo Körpergewicht wäre die 260 auf jeden Fall auch drin gewesen heute. Ja. Also ich kenne das auch, besonders bei meinem letzten Wettkampf auch vom Kniebeugen halt so mega angespannt. Also so, wenn das weg ist, ist halt immer viel von einem abgefallen. Ne? Besonders wenn man dann der Opener ist, dann immer so, man weiß nicht genau, der zweite ist dann so, okay, heute läuft was oder nicht. Der entscheidet dann ja. So und dann macht das natürlich auch einen Einfluss auf den dritten. Ne? Ja, Bankdrücken, wie lief's Bankdrücken? Das muss ich sagen, lief nicht so geil, habe ich gehört. Ich glaube, man hat es auch gesehen. Ich weiß nicht, was man gesehen hat, aber ja, wenn bei mir was nicht funktioniert, werde ich immer so leicht aggressiv, sage ich mal. Ja, also Einstieg war schon relativ schwer, es lag aber auch daran, wir haben unseren Namen irgendwie nicht gehört, weil wir dran sind und vorher dachten wir eigentlich, dass noch anderer dran ist mit einem anderen Gewicht, aber irgendwie, ja, da hatte ich am Ende noch 20 Sekunden Zeit, schnell auf die Bühne gerannt, ja, dann eher noch so, ja, warte, musst du die Bandagen anziehen, bla bla, dann hatte ich am Ende noch 10 Sekunden Zeit und dann bin ich einfach nur rein, ohne richtig Spannung, einfach raus ist das Ding, dann bin ich noch auf die Safeties aufgeschlagen beim Runtergehen. 5 Sekunden! 15 Sekunden! 5 Hab das Ding dann irgendwie noch hochgedrückt, rein aus der Brust, ohne Schub oder sowas. Ja, war dann natürlich nicht ganz so geil. Ja, ich muss da mal ganz kurz ausholen. Man hat halt 60 Sekunden Zeit, seinen Versuch zu machen. Und du wirst halt aufgerufen und wenn du das irgendwie nicht mitbekommst oder so, dann kann es natürlich sein, dass die Zeit schon runterstreicht. Und bei dir war das ja dann der Fall, schlussendlich. Und dann waren noch 10 Sekunden. Ich habe dir noch zugerufen, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, auf dem Publikum immer so, 20 Sekunden, 15 Sekunden, 5 Sekunden. Und bei 5 Sekunden hast du rausgehoben, bei 2 Sekunden hast du ein Startsignal bekommen. Ich glaube, das war der Kampfrichter oder irgendjemand. Ja, weil ganz ohne Signal ist es halt so, ja, aber wie auch immer. Ja, und dann, was hast du im Zweiten gemacht? Im zweiten sind wir dann auf 62,5, also 162,5. Ja, die sind mir dann so knapp über der Brust, so vom Gefühl her zumindest, ja, verreckt. Konnte halt überhaupt nicht aus den Beinen rausschieben. Ich habe eine ziemlich saubere Pause, glaube ich, gemacht auf der Brust. Halt. Also sehr viel Spannung, sage ich mal, gehalten. Das hat mich halt Kraft gekostet. Im Training mache ich das nämlich meistens eher weniger. Meistens eher so, ja, reinlegen und dann halt rausschieben. Habe ich dann im dritten Versuch zum Beispiel dann probiert. Ging dann deutlich besser, aber dann bin ich mit dem linken Fuß so während dem Drücken, habe ich gemerkt, wenn ich jetzt weiter drücke mit dem Fuß, dann rutsche ich weg. Wäre auch ungültig gewesen, dann bin ich halt quasi in der Mitte wieder beendet. So ein Scheiß. Ja, Bankdrücken nochmal. Kreuzheben. Der Versuch ist ungültig. Ja, Kreuzheben habe ich auch schon beim Aufwärmen eigentlich gemerkt, dass es deutlich schwerer ist, als es sein sollte. Ich habe schon gemerkt, so der Rücken macht irgendwie Platz. Ich weiß nicht, ob es vom Drücken war, dass da was gemerkt habe. Hm. Oder ob es eigentlich doch dann vielleicht die Beuge war, die mich Kraft gekostet hat, mal wieder. Weil die letzten zwei Male beim Wettkampf, da habe ich ja jeweils so 50 im dritten gehabt und die waren jeweils so krank schwer, dass ich danach halt keine 10-Kilo-Scheibe mehr anheben konnte und auf eine Bank legen konnte. Ging dann eigentlich nur mit Schmerzmittel wieder. Und ja, dieses Mal, ja, beim Aufwärmen auch wieder gemerkt, so pff, ist relativ heavy alles. Sind wir so 50 raus. Ich habe gefühlt zumindest so den Rücken halt nicht richtig stabilisieren können. Unten raus habe ich sowieso Probleme, das liegt dann nochmal an den Wettkampfscheiben, ne, weil die einfach nicht so rund werden in meinem Gym. Das, ja. Sind eigentlich schon gute Hanteln und Scheiben, aber irgendwie halt immer noch nicht wie das Equipment. Ja. Wenn ich unten beim Sumo nicht rauskomme, weil ich halt schief stehe, dann komme ich hier immer extrem schief und dann habe ich keine Chance mehr, das reinzuziehen. Deswegen brauche ich immer den Speed von unten raus und der war halt nicht da. Ja, sind dann auf 260 ganz locker, sage ich mal, gesteigert. Ja, ein bisschen Kraftakt dann halt hier hochzukriegen. Aber das ging ja zum Glück auch noch ganz gut. Der Versuch ist 3:0 gültig.
Der Versuch ist 13-0 gültig. Wenn du jetzt so den Wettkampf zurückschauend betrachtest insgesamt, also mit den Sachen, die du jetzt schon selber erkannt hast oder so, bist du trotzdem zufrieden? Oder also weißt du, woran du arbeiten möchtest? Ja, ich musste mit dem Trainer natürlich noch ein bisschen absprechen, woran wir arbeiten wollen, aber wir haben schon auch zwischendurch schon ein bisschen ausgetauscht, sind auch generell im Austausch. Ich habe ihm auch schon lange E-Mail geschrieben, vor dem Wettkampf schon, wo ich so gesagt habe, so, das fällt mir halt auf, da fällt es mir schwer jetzt bei den schweren Sätzen. Das sind so die Knackpunkte. Was mir zum Beispiel auffällt, ist, ich denke, meine Brust ist halt einfach ein Problem. Ich drücke natürlich im Training auch immer entsprechend mit Brücke und sowas. Und deswegen haben wir jetzt überlegt, zum Beispiel einfach mal Kurzhantel zu machen, damit ich halt tiefer runtergehen kann, richtig auf die Brust und dann auch mehr in die Stabilität reinkriege. Weil ich habe auch immer noch Probleme durch eine Pinchment in der Schulter, dass da einfach die, oder was auch immer für Schmerzen halt in der Schulter, dass ich da die Stabilität überhaupt nicht habe im linken Arm. Das zwickt dann auch immer so ein bisschen. Und dass ich das dann vielleicht so nach und nach einfach ein bisschen rauskriege. Beim Sumo, wenn ich dabei bleibe, dann müssen wir auf jeden Fall halt unten an dem Speed vom Boden irgendwie arbeiten, dass ich da halt besser rauskomme und mehr Kraft aufbaue. Ja. Beim Beugen habe ich eigentlich gar nicht so viel. Ja, da habe ich, das ist eigentlich mehr eine mentale Sache, weil an sich lief es ja und es läuft im Training eigentlich meistens auch relativ gut. Deswegen, ich glaube, irgendwann wird meine Beuge noch mein Heben überholen. Ich kämpfe deswegen so hart ich kann dagegen an, stärker zu werden im Heben, dass das nicht passiert. Aber der Geheimtipp von mir für dich, fürs Bankdrücken, brech dir einfach den Arm. Ja, da hast du genug Zeit, dich wieder zurückzuarbeiten, Stück für Stück und ein paar Sachen zu verbessern. Ja, ich denke, dass ich da auch einfach mit dem Gewicht ein bisschen zurückgehen sollte im Training halt, dass ich einfach sauberer so die Pausen drücken kann. Weil ich merke halt, ich bin dann immer so dieses Einsinken und zack und irgendwie, das ist ja eigentlich fast ein Touch and Go, was du dann machst. Du bist zwar unten auf deiner Brust, aber eigentlich bewegst du es ja immer noch. Und ich glaube, wenn du auf Wettkampf dann halt hingehst und wirklich diese saubere Pause machen willst, das kannst du nicht vergleichen. Aber dafür muss ich das Gewicht halt runterschrauben. Sonst kriege ich das so auf die Art und Weise halt einfach nicht hin im Training. Die guten alten Sorgen. Na gut, schönes Wetter. Ist eigentlich gemütlich gerade hier, ne? Ja, ziemlich warm. Ich verlinke mal unten in der Beschreibung dein Instagram. Ich glaube, du bietest auch Coaching an, richtig? Oder? Ich biete auch mittlerweile Coaching. Hast ein paar, ja, cool. Einfach mal, also ich finde sein Instagram sehr interessant, weil du auch immer relativ viel Training postest, ne? Das finde ich geil. Ja. Und ja, schaut mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Das soll es für dieses Video gewesen sein mit Kai. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Nö, werde stärker. Werde stärker. Wir sehen uns im nächsten Video. Drop the mic. I act broke, you act rich, we both lying. I be grinding, scraping, rental riding. I act broke, you act rich, we both lying.